Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge. Ja, Zwerge. Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladum zu M9 Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, hier sind wir in der Avenue Royal und der Rotom Pokédex hat mir gleich meine Frage gestellt. Starke Pokémon oder niedliche Pokémon? Was magst du lieber? Am besten beides, die Kombination aus beidem, also ein niedliches und starkes Pokémon, das wäre natürlich sehr schön, also, aber, ja, im starken Pokémon doch, glaube ich, lieber, das ist, also, muss natürlich auch schön aussehen, aber, ich würde sagen, ich würde aus den beiden Antworten starke Pokémon wählen, ja. Das habe ich mir schon gedacht, meine Pokémon sind ja ziemlich stark. Meine Pokémon sind stark, okay, ja. Ja, kann man sagen. Pokémon Fanclub. Wie wär's, wenn man den Namen langsam mal zu Pokémon Super Fanclub ändern würde? Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Ich bin nicht überrumpeln, aber darf ich dich etwas fragen? Hieß du mich für mutig? Kann ich so nicht beurteilen, aber denke schon. Du hast es gut. Vielleicht könntest du mir dann ja kurz helfen. Hättest du einen Moment Zeit für mich? Nicht wirklich, aber ja, gerne. Ich musste schon einen ganzen Mut zusammennehmen, um dich anzusprechen. Da siehst du mal, wie wenig Mumm in mir steckt. Diese kleine Sache hat mich an meinen Mut gekostet. Wirklich armselig. Deshalb würde ich gerne eine Geschichte hören, die mich wieder ein bisschen ermutigt. Würdest du mir bitte eine erzählen? Leider hast du gerade keine Geschichte dieser Art parat. Wenn du jemals etwas erleben solltest, das mir Mut machen könnte, dann komm bitte wieder und erzähl mir davon. Ah, was für eine Geschichte soll ich dir denn erzählen? Und du denkst, ich sollte irgendwann mal was erfahren, was dir Mut macht? Rosa Nektar. Oh, okay. So, was hat der hier zu sagen, der Wanderer? Gut siehst du aus. Danke. Ein Kompliment machender Wanderer. Sobald ich einen Angel in den Händen halte, möchte ich die Küste nach Pokémon absuchen. Erstaunlich, wie ein einziges Item einen Menschen verändern kann. Hm? Schon erstaunlich. Oh, ein Herrscher-Sticker. Hinten an der Bank. Ja, als würde man das übersehen können. Ja, Rotom-Pokédex sagt was. Rotomat-Zeit erstmal. So, aber der wollte irgendwas anderes, ich weiß. Also, was habe ich bekommen? Ein Apfel. Was bekomme ich für den Apfel? Gratuliere, du hast eine ganz fantastische Kraft gewonnen. Apebon. Okay, dafür steht das Apfel. Mit dem Apebon werden die AP deiner aktiven Pokémon im Kampf vollständig aufgefüllt. Okay, das lohnt sich doch, oder? Oh, der Pokémon-Sucher wurde aktiviert. Na dann machen wir mal ein paar Fotos. Die Pokémon-Sucher wurden eine Zusatzfunktion hinzugefügt. Das bewegt das Steuerkreuz nach oben und nach unten, um ins Bild hinein oder nach unten heranzumachen oder so ähnlich. Naja, nach oben. In einen Pummeluff, oder? Ja, ein Pummeluff ist das. So ungefähr. So, Pummeluff, komm her. So, da dreht es seine Runden. Und jetzt, nein, nicht jetzt. Warte. Es fotografiert ja auf einmal hier. Oh, jetzt. Achso, ich kann mehrere fotografieren. Ah, Versuch 2.
Mal ranzoomen hier. Na komm. Ich muss, glaube ich, meinen Links hier so platzieren, damit es vorbeikommt. Ja, so ungefähr. So muss ich platzieren. Warte. Da kommt gleich was. Zack. Ganz nett. Muss ich jetzt fünfmal warten, bis das Blut vorbeikommt oder was? Ja, nice. Aha. Ganz nett. Noch zwei Versuche. So, komm, mach was draus. Zack. So, der Film ist auch wieder als nächstes geteilt möchte. Das ist, glaube ich, am besten, da ist es von vorne drauf zu sehen. Machen wir. Teilen. Haben wir das auch mal versucht. Ein bisschen fotografiert. So, Manasadas gibt es hier wohl. Da war wohl Tali auf uns oder was. Und hier? Wir vom Pokémon Fanclub heißen jeden willkommen, dessen Herz für Pokémon schlägt. Na denn. Dann bin ich ja goldrichtig. Aha, und du? Hallo, weißt du, was ein Ewigstein ist? Na klar, weiß ich, was ein Ewigstein ist. Ach dann, weißt du ja schon Bescheid. Aber schon seltsam, dass sich Pokémon, die einen Ewigstein tragen, nicht weiterentwickeln. Aber jetzt kommen die echten Neuigkeiten. Ich habe herausgefunden, dass der Ewigstein heißt er eigentlich, noch eine andere Wirkung hat. Einmal habe ich ihn meinem Gardos mitsamt seinem Ewigstein im Pokémon-Hort abgegeben. Und weißt was? Aus jedem Ei, das seitdem gefunden wurde, ist ein Pokémon mit dem gleichen Wesen wie mein Gyarados geschlüpft. Verrückt, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie fern das verrückt ist. Oh, ein Mauzi! Aber gut. Mautz! Ich bin ein Mauzi-Fan und Pikachu-Fan. Willkommen beim Pokémon-Fanclub! Menschen aus aller Welt versammeln sich hier, um die besten Fotos ihrer geliebten Pokémon zur Schau zu stellen. Mein herzallerliebster Schatz ist dieses Mauzi. Cool. Mautz. Dann soll ich dir mal mein Lea zeigen, oder was? Ich kann nicht fassen, wie süß es ist, diese Schönheit, diese Eleganz. Oh, bitte entschuldige. Wenn ich einem mal zu schwärmen beginne, vergesse ich alles um mich herum. Nur denn, machst du ein Foto mit deinen Pokémon? Je öfter du deinen Pokémon im Alola-Fotoclub fotografierst, desto zutraulicher wird es. Lass uns doch gleich mal sehen, wie gut du dich mit deinem Pokémon verstärkst. Wenn du deinen Pokémon mehr fotografierst, kann es noch viel zutraulicher werden. Und dann kann ich dich auch in den Pokémon-Fanclub aufnehmen. Na denn, haben wir wohl eine Mission. Der Leiter des Pokémon-Fanclubs liebt Pokémon nicht nur über alles. Er sieht sogar, wie gut ein Trainer mit seinem Pokémon befreundet ist. Wenn das nicht toll ist. Ja, ist schon nützlich. Achso, sie sagt nochmal dasselbe. Ich wollte eigentlich nicht mit ihr sprechen. Ich wollte mit dem Blumenkranz dort reden. Leilalei. Mit dem Leilalei. Okidokili. So, gehen wir mal hier in den Manasada-Laden. Und wieder kein Teil im Tali hier. Kein Tali, nein. Schade. Ich kaufe trotzdem einen Manasada. Willkommen im Manasada-Laden, der Wiegel des guten Geschmacks von Alola. Heute muss dein Glückstag sein. Nur hier und jetzt kannst du nämlich einen mysteriösen Manasada, den sogenannten Mysto-Manasada, erwerben. Welchen Manasada darf ich dir anbieten? Dann nehme ich doch gleich mal den Mysto-Manasada. Wieso nicht? Her damit. Sieht nicht so aus, als wäre dein Pikachu hungrig genug dafür. Hier hast du dein Geld zurück. Okay. Dann halt nicht. Wem kann ich das sonst geben? Ist auch nett, dass ich mein Geld dazu zurückkriege. Sieht nicht so aus, als wäre dein Wuffel hungrig genug dafür. Sind wohl alle nicht hungrig. Was soll ich tun? Dann kann ich da wohl nichts machen. So sieht's aus. Ein kleiner Teich hier. Kühles Wasser plätschert im Brunnen. Kühles Wasser plätschert im Brunnen. Ah, ein schönes Textfeld. Und du hier? Captain Naho ist ein so wunderbarer Köchin. Und ihr Spezialmenü, eine wahre Geschmacksexplosion. Danke für die Information, die werde ich bestimmt noch gebrauchen können. Zukunft. Okay, haben wir uns jetzt hier ordentlich umgeguckt. Den müssen wir noch. Gut, Schluss. Danke für das Kompliment. Danke.
Der Battle-Royal, damit armen Trainer, so heutzutage im Kampf der vier Schutzpatrone um den Rang der stärksten Pokémon der vier Sinnoh danach. Okay, das ist auch wissenswert. So, da sehe ich ein Item, das hole ich mir natürlich mal ab. Zack, das ist ein Hyperball, kann ich nur gebrauchen, danke dafür. So, und dann geht's glaube ich gleich mal los in die Ebene, wo wir weiter mit der Story kommen. Du bist auf Inselwandschaft, hm? Ja, so sieht's aus. So, wie geht's storymäßig weiter? Ach ja, der Dom Royal. Wann immer ich meine Sorgen vergessen will, lerne ich hier. Null, lass uns unsere Gegner in den Boden stampfen, bis wir stark genug sind, um andere zu beschützen. Aha. Aha, aha, aha. So. Und nun geht's jetzt hier direkt weiter. Ja, es geht im Dom Royal weiter. Da brechen wir gleich mal auf. Einmal mit dem Achomai reden. Mei, mei. Und mit den Menschen hier reden. Royal, Royal, Battle Royal, im Dom Royal. Ich liebe es. Ich liebe Pokémon. Deswegen bin ich Mitglied im Pokémon Fanclub. Das ist doch schön zu hören, dass du Mitglied im Pokémon-Fanclub bist. Hi! Der begrüßt mich freundlich. Wie geht's? Smalltalk. Wie geht's? Smalltalk-Typ. Im Dom Royal. Mach auch nur. Ich schlage vor, wir konzentrieren unsere Angriffe auf ein angeschlagenes Pokémon und greifen es so lange an, bis es besiegt ist. Na denn. Wirst du beim Battle Royale von allen angegriffen, bist du wohl der stärkste Trainer. Aber eine defensive Strategie führt bei dieser Kampfart auch nicht immer zum Ziel. Na denn, das so ist. Hier geht's weiter mit der Story. Der Battle Royale. Willkommen! Ich bin der Botschafter des Battle Royale, des glorreichen Pokémon-Kampfes überhaupt. Man nennt mich Mask Royal. Guten Tag, Professor. Hörst du mir aber denn gar nicht zu? Ich sagte denn, man nennt mich den Mask Royal. Ich bringe Trainern den Battle Royale bei, ein Stil des Pokémon-Kampfes, der seit Generationen in Alola überliefert wird. Beim Battle Royale treten vier Trainer, mit jeweils drei Pokémon gegeneinander an. Sobald einer der Trainer keine kampffähigen Pokémon mehr hat, ist der Kampf beendet. Von den verbliebenen Trainern wird derjenige zum Sieger gekürt, der die meisten Pokémon besiegt hat und der die meisten kampffähigen Pokémon übrig hat. Ist ja schön und gut, Professor, aber was soll ich nun hier machen? Machen wir doch einfach mal eine kleine Proberunde mit nur einem Pokémon. Wow, das ist genial. Ich will auch mitmachen, bitte. Tali steht da oben. Alles klar, du bist dabei. Du da, du machst doch mit. Und mit mir sind es dann vier. Gledo macht auch mit. Also. Ach so, das Mask Royale. Also, dann beim Battle Royale warten tolle Entdeckungen, fantastische Erfahrungen und ein großes Abenteuer auf dich. Der Battle Royale geht los. Auf die Plätze, fertig, Kampf. Da strömen sie alle hinein und los geht's. Der Battle Royale. Wir befinden uns im Dom Royale. Die Stadion ist bis zum letzten Platz gefüllt und die Stimmung kocht fast über. So schnell kann ich den Text gar nicht lesen. Hier kommen die Kontrahenten. In der grünen Ecke Zwergfee mit Pikachu. In der gelben Ecke Tali mit Marikek. In der roten Ecke ich. Mit Swuffles, so das Moderator, aber egal. Skull Gladio mit Typ 0. Na, wenn das kein Kampf wird. Also, der Battle Royale beginnt. Let's get ready to rumble.
So, damit ich voran. Pikachu, Donner auf Marikek. Ja, das könnte doch wirken. So, Wuffels wird angegriffen von Marikek. Das scheint sehr viel zu bringen. Okay, das bringt nicht sehr viel. Zack. So, dann habe ich nicht Donner eingesetzt. Marikek, Donner! Komm, Donner! Schutzschild. Ja, ich will nicht auf dich, Wuffels. Komm, Donner! Zack! Badatz! Komm, jetzt müsste es alle machen. Ja, nice! Damit ist Tali aus dem Rennen oder was? Ja, nice. Okay. Soweit so gut. Hab ich jetzt gewonnen oder was? Na, wie hat's dir gefallen? Beim Battle Royale kann man so viel Spaß haben. Und das Beste ist, dass man auch gegen starke Gegner eine Chance hat. Toll, oder? Das war ein heißer Kampf. Als nächstes wirst du bei meiner Prüfung ins Schwitzen kommen. Den will ich so sprechen. Der klingt mega cool, wenn ich den so spreche. Kiave. Ich bin Kiave, der Feuerkapitän. Ich warte am höchsten Punkt des Vella Vulkanparks auf dich. Dorthin gelangst du über Route 7. Nein, nicht 5, sondern 7. Wenn du eine Inselwandschaft abschließen möchtest, bring dein stärkstes Gefährten mit deinen stärksten Gefährten, meine ich natürlich. Zwergenfee, Tali, wie läuft es mit eurer Prüfung? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, gemeinsam mit euren Pokémon zu trainieren. Wow, Mask Royale, woher weißt du denn, dass wir eine Prüfung machen? Ach so, du musst unsere Inselmannschaftsabzeichen gesehen haben. Also, ich genieße es ja so richtig, mit meinen Pokémon durch Alola zu kämpfen. Warum machst du denn kein Battle Royale mit? Ist das so eine Art... Warum machst du denn beim Battle Royale mit? Ist das so eine Art Training für dich oder willst du vielleicht neue Freunde finden? Lady sagt nichts und haut ab, oder was? Doch er sagt was. Wer nicht stark genug ist, kann nichts und niemanden beschützen. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Ich will stärker werden. Also verschone mich mit deinem Geschwätz von Spaß und Freuden. Für solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Das klingt aber hart. Jeder braucht doch Freude, mit denen man Spaß haben kann und die für einen da sind. Dann gelingen einem auch großartige Sachen. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum, aber mir macht's total Spaß. Deshalb werde ich weiterhin beim Battle Royale mitmachen. Meine Pokémon sahen auch voll glücklich aus. Bin ich wieder alleine? Nein, nicht ganz allein. Tali steht noch dort. Und der Professor ist bestimmt auch noch irgendwo hier. Joa, schauen wir uns mal um und finden einen Herrschersticker. Mal abziehen. So, 16 habe ich schon. Oh, super. Aber wenn wir jetzt 20 zusammen können, können wir uns eintauschen gegen einen Radikal. Ob Westar und Popstars ihre Kostüme wohl nur ändern, wenn man Fanartikel zu verkaufen, um mehr Fanartikel zu verkaufen? Kann sein. Das kann ich dir nicht sagen. Omi, kauf mir eine Maske von Mask Royale. Hey, hast du schon mal bei einem Battle Royale mitgemacht? Gerade eben. Und hast du dabei gegen Mask Royale gekämpft? Gerade eben. Sicher. Boah, wie toll. Er ist einfach ultra cool, oder? Ich hätte so gerne eine Maske. Meinst du, er lässt sie vielleicht mal irgendwo liegen oder so? Ja, ich guck mal in seinem Labor vorbei. Vielleicht liegt sie dort irgendwo. Das Battle Royale besteht darin, dass man nie weiß, wer auf wessen Seite ist. Jeder auf seiner Seite. Es kämpft jeder gegen jeden. Ist doch klar. Willkommen im Dom Royale. Hier gibt's nur ein Gesetz, das Gesetz des Stärkeren. Das habe ich schon mitbekommen. Das habe ich schon erkannt. Und du so? Sprich jetzt alle an. Seit kurzem gibt es ja diesen Trainer, der beim Battle Royale ununterbrochen gewinnt. Ich glaube, sein Name war Gladio. Den kenne ich nur allzu gut. Haben wir mit dir schon gesprochen? Schlage vor, wir konzentrieren uns unsere Angriffe auf ein angeschlagenes Pokémon und greifen es so lange an, bis es besiegt ist. Haben wir schon gesprochen, kennen wir schon. Wirst du beim Battle Royale von allen angegriffen, bist du wohl der stärkste Gegner, der beste Trainer. Aber eine defensive Strategie führt dieser Kampf auch nicht immer zum Ziel. Kennen wir auch schon.
Haben wir schon gesprochen. Haben wir mit dir schon gesprochen. Attacken wäre sehr blatt und Windschnitt, die mehrere Ziele erfassen, verlieren beim Battle Royale einiges an ihrer Stärke. Das hat mir Professor Kukui, der Meister des Battle Royals, beigebracht. So, haben wir mit allen gesprochen. Super, super, super. Hier können wir teilnehmen. Willkommen. Möchtest du in deine Gewinnpunkte gegen Preise eintauschen? Ich habe, glaube ich, noch keine. Dann kann man also Gewinnpunkte eintauschen. Willkommen. Möchtest du deine Gewinnpunkte gegen Preise eintauschen? Ah, hier kann ich auch eintauschen. Und hier. Willkommen beim Battle Royale. Möchtest du in einem Battle Royale teilnehmen? Noch nicht. Später vielleicht. Bitte beehre uns bald wieder. Willkommen. Möchtest du deinen Gewinnpunkt gegen Preise eintauschen? Nein. Es sind drei, die für Gewinnpunkte dafür verantwortlich sind und eine, die für die Teilnahme verantwortlich ist. Und ein Boxensystem. Kann ich meinen Pokémon ablegen. Später machen wir das. Oder auch nicht. Ja. Ich will mich noch auf der rechten Seite von Avenue Royale nachgucken. Umgucken. So. Hier ist doch Team Skull. Kramox, starte dich an. Was möchtest du tun? Ach, wieder dieses Spiel. Verabschieden. Die Zeit habe ich nicht. Team Skull, für euch habe ich Zeit. Und eins. Und Keuch. Und Knebel sind so anstrengend. Wenn ein Pokémon von Schreibungsproblemen betroffen sind, nervt das echt gewaltig. Und der Fähigkeit Adrenalin richten sie dann immerhin 50% mehr Schaden an. Okay, auch ein schöner Tipp. Was haben wir hier? Man kann sich den QR-Code aller gefangenen Pokémon im Pokédex ansehen. Beeindruckend. Togel! Ja, ein Botogel. Ins Supermarkt. Haben wir auch eine Boutique hier. Die Art, wie ein Trainer Pokébälle wirft, sagt viel über seinen Charakter aus. Aha, ist das so? Ist das so? Beim Fahren muss man besonders auf die Umgebung achten. Es könnte jederzeit ein wildes Pokémon aus dem hohen Gras springen. Oder ein Trainer am Straßenrand stehen und überfahren werden. Wow, machst du etwa beim Battle Royale mit? Naja, nicht wirklich. Ich habe mitgemacht, aber jetzt nicht mehr. Hypno, Hypno! Warum das? Oh, der muss mich wohl eingeschläfert haben, der Hypno. Ja. Okay, dann gehen wir wohl mal rein, gehen wir mal shoppen. Im Supermarkt. Alles. Willkommen im Schnäppchenparadies. Hier explodieren die Rabatte. Hier, nimm diesen Coupon. Bekommst du sagenhafte Rabatte auf den Ladenpreise. Auf die Ladenpreise. Ich kann nicht mehr sprechen. Typisch. Zwergi. Schnappst dir überglücklich den Coupon. Bezeig den Coupon dem Personal an der Kasse, wenn du etwas einkaufst. Wir haben keine Mühen gescheut, um die einzigartigen Sparangebote zu ermöglichen. Also solltest du keine Mühen scheuen, um unsere Nahen mit deinem Geld zu unterstützen. Ich kann wirklich nicht mehr reden. So, was gibt's denn hier zu kaufen? Was kann ich mir denn mitnehmen? Beeren. Cheetah-Nudeln. Aha. Okay, kann ich bei euch was kaufen oder was? Merlin spaziert willkommen im Schnäppchenparadies. Du siehst zwar aus wie ein talentierter Trainer, aber du hast noch einen weiten Weg vor dir. Wenn du als stärkster Trainer von Alola wieder zu mir kommst, habe ich eine Aufgabe für dich. Eine Aufgabe also. So, wer verkauft mir was? Blinke geht's nicht, hier ist dieses Angebot ein Schnäppchen. Was darf's denn sein? Ich will etwas kaufen. Ein Puckball, ein Superball, ein Hellball, ein Nistball, ein Timerball abbrechen. Ja, ich guck mal bei dem anderen hier noch, bei deinem Kollegen. Blicke jetzt nicht. Hier ist jetzt ein Angebot, ein Schnäppchen. Was darf es denn sein? Was hast du denn im Angebot? Trank, Gegengift, Paraheiler, Feuerheiler, Eisheiler, Aufwecker, Schutz und Abbrechen. Ich nehme Abbrechen. Okay, also das gewöhnliche Sortiment. Blicke jetzt nicht. Hier ist jetzt ein Angebot, ein Schnäppchen. Was darf es sein? Na dann, was hast du? Eine skurrile Skulptur. Eine Skurrilo-Skulptur. Warum fünfmal dasselbe? Eine Skulptur in Form eines wundersamen Pokémon, das in der Alola-Region seit jeher als Schutzpatron angesehen wird. Okay, was hilft das uns?
Egal, ich kaufe es mir. Ein Exemplar bitte einmal zum Testen. Kostet 3000 für deine Ware. Danke für den Einkauf. Du hast einen Rabattcoupon. Bekommst du 1500 zurück. Oh, das ist ein Preis. Kannst deinen Coupon beliebig oft verwenden. Schön, schön. Dann kaufen wir uns noch ein paar Bälle und dann... Ja, lohnt sich doch mal hier rausgegangen zu sein. Von dem gibt es eine Quest, wenn wir die Truppe hier besiegt haben. Müssen wir uns nur dran erinnern. Tun wir nicht. Nein, tun wir nicht. Wenn wir die Top 4 geschafft haben, haben wir anders im Kopf. Belege jetzt nicht, hier ist jedes Angebot ein Schnäppchen. Was darf es denn sein? Du verkauftest doch Pokémon-Bälle, oder? Ich hätte gerne ein paar Tamer-Bälle. Die finde ich doch schön. Ich nehme gleich 10 von, ja. Nehmen wir gleich auf Vorrat. So, Rabattcoupon, 5000 zurück. Oh, ja, bei 10, bei 10.000, 5000 zurück, die Hälfte des Preises. 50% ist nice. Ja. Hier kaufe ich doch gerne ein. Bei 50% Rabatt, das ist doch mega hier. Eine Tür, die verschlossen ist. Dieser Ort erinnert mich an etwas anderes, was wir noch in Zukunft sehen werden. Uferkuschel ist ein mega Sonderpreis, 4000. Mega Sonderpreis, irgendwas anderes. Kann ich nicht kaufen, oder? Die Kissen? Schade. Oder kann ich die bei mir kaufen? Bei dir kaufen? Nein, kann ich nicht. Schade. Ich hätte gern so ein Kuschelkissen. Na denn. So. Müssen wir wohl weiter. Ah, nein, hier ist noch Herrschersticker. Den hole ich mir, den Herrschersticker. Den muss ich mir holen. Darf ich da nicht liegen lassen? Den darf ich da nicht kleben lassen. So, damit wären es 17. Hier doch gucken, gibt es hier irgendwas? Ja, ein Item. KW plus. Auch das nicht liegen lassen. Das nehmen wir mit. So, auch hinter dem Lager mal gucken. Joa, so viel dazu. Haben wir uns im Avenue Royal ordentlich umgeschaut. Was habe ich denn noch für Zeit hier? Was stehen kann ich noch? Das ist noch in der Sache drin. Ja, holen wir noch mal rein hier. Ich glaube, der Battle Royal noch eine Runde. Ich glaube, das wird sich nicht lohnen, aber wir können schon mal hier auf der Route entlang laufen. Der Setkrafttrink an deinem linken Arm ist schon ein ganz besonderes Item. Und nur besondere Menschen dürfen ihn tragen. Respekt! Na denn. Denne. Route 7 wartet auf uns. Die ist nicht sehr groß, die Route 7. Aber es ist der Weg zum Spelzberg-Tunnel. Und ja, da steht schon eine Wächterin. Die lässt mich erst durch, wenn ich die Prüfung des Captains bestanden habe. An dieser Barriere des Captains kommst du erst vorbei, wenn du die Prüfung im Vellara Vulkanpark bestanden hast. Okay, wenn das so ist, ja, dann muss ich wohl erstmal die Prüfung bestehen. Ein Strand. Seid ihr Trainer? Nein, seid ihr nicht. Was willst du? Wenn bei einem Felsen im Wasser Luftblasen an der Oberfläche aufsteigen, kannst du dort mit etwas Glück seltene Pokémon angeln. Und ich sehe gerade auf der unteren Karte, ich kann da rüber schwimmen. Da gibt es noch irgendwas auf der anderen Seite des Sees. Lass mal rüber surfen. Nice! Gibt's was zu entdecken? Nee, da komme ich erstmal nicht hoch. Nein, sieht schlecht aus. Da muss ich wohl von der anderen Seite kommen. Und dazu habe ich jetzt keinen Bock, da in der Schnelle noch rüber zu schwimmen. Nein, lass mal lieber. Machen wir irgendwann mal einen späteren Part. So, und da geht's jetzt dann bald mal auf den Vulkanpark. Bella Vulkanpark, die Prüfungsstätte der Inselwanderschaft. Na dann, da geht's dann im nächsten Part hin. Da mich noch oben, sollte euch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt oder das nächste Video vom Zwergenfürst. Ich mache ja auch noch andere Sachen und andere Projekte. Ein Magma dort oben wandert auf dem Gestein herum, auf dem Lavagestein. Na dann, haut drinne! Und gehabt euch wohl. Ciao, ciao.